Eine weitere neue Bar, die wir hier am Markt haben, ist von Flysurfer, die Force M Bar. Wie der Name schon sagt hat, Force M weist hier auf die Größe hin. Hier gibt es auch verschiedene Breiten. Aber wir haben hier schon mal in jeder Breite noch mal eine Breitenverstellung, halt, sprich halt, wo die Leine, wo die Steuerleine ansetzt, ob mehr innen oder mehr außen. Das ist halt, macht sich schon auf die Direktheit des Lenkimpulses, macht sich das Ganze bemerkbar. Das zeigen wir gleich nochmal. Wir haben ja einen Chicken Loop halt, der frei gelagert ist, also sich gut drehen lässt. Das Ganze hat aber kein selbst ausdrehendes Prinzip der Frontline. Man muss hier, wenn man jetzt ein paar Tricks und ein paar Drehungen gemacht hat, die Bar wieder ausdreht, muss man die Frontline manuell hier mit dem kleinen Stück wieder zurückdrehen, damit man da nicht zu viele Drehungen dementsprechend reinbekommt. Das ist dann insgesamt etwas verschleißfördernd. Und es kann auch immer sein, dass, wenn man zu viele Drehungen in den Frontline hat, dass hier die Single Frontline Safety dann irgendwann ab einem gewissen Maß beeinträchtigt wird, weil die Reibung auf den Leinen, wenn sie verdreht sind, wird natürlich immer höher. Und dann kann es auch mal sein, dass halt ein Auslösemechanismus, der wie hier absolut einwandfrei funktioniert, dann mal etwas schwergängiger ist. Das ist ein genereller Tipp, einfach nur nebenbei. Wir haben hier den Chicken Loop von Flysurfer. Das ist halt ein bisschen dem Prinzip wie beim Ironheart nachempfunden. Man schiebt hier die Kappe weg. Das Ganze erfolgt unter einer Last von, wir haben es gemessen, mit 6 Kilo. Man muss dann die Kappe weghalten, das lose Ende hier reindrücken und auf diesen kleinen Hebel hier drücken. Und dann ist es wieder arretiert. Das ist kein Click-in-System. Wäre schön, würden wir uns gerne wünschen. Ist, wie gesagt, halt bei 120 Kilo Last mit einer Auslösekraft von 6 Kilo ausgestattet. Das ist ein sehr guter Wert. Aber halt die Wiedermontage ist natürlich deutlich schöner und sicherer, wenn man es einfach nur reinklicken muss. Das ist eigentlich heute Standard. Weitere Features sind natürlich halt ein Chicken Dick, der drehbar ist. Den kann man einstellen. Der bleibt dann auch so stehen. Wir haben einen großen Ring fürs Einhängen der Safety, kann hier auch als Suicide-Ring genutzt werden für den Freestyler. Oder wer Freeriden geht, sollte sich halt bitte nur direkt mit seiner Leash in den Ring einhaken, damit sich da nichts vertüdeln kann. Dann ist man immer so schnell und bestmöglichst frei. Was wir festgestellt haben hier bei dem Modell unserer Bar, ist, dass die Einstiegsleine oder die Single Frontline Safety Leine ist halt sehr dünn gehalten. Die ist zusätzlich hier geführt durch die mittlere Öse mit zwei einzelnen separaten D-Power Tampen. Das ist insgesamt, finde ich, ganz schön viel. Und das ist halt ein klein bisschen zu lang. So, der Bungee, der Gummi, der hier in der Single Frontline Safety in dem unteren Teil eingearbeitet ist, der schafft halt nicht, das Teil wieder ganz zurückzuziehen. Da bleibt halt so 10-12 cm übrig. Das schlabbert natürlich ein bisschen hier rum. So, ist jetzt nicht ganz so schön, ist auch nicht super tragisch. Wer das halt dann dementsprechend nicht möchte, der hängt es, wie gesagt, halt so über den Chicken Loop dementsprechend ein, baut es dann wieder zusammen und kann dann, ohne dass hier irgendwas wackelt oder weiter rumhängt, dann aufs Wasser gehen. Das ist halt wahrscheinlich durchgehend hier die angenehmere Variante. Wie gesagt, normalerweise Freeride-Modus, der normal jetzt einfach nur kiten geht, hin und her fährt, ein bisschen eingehakt springt und keine ausgehackten Tricks macht. Für den sollte der Ring immer schon gleich draußen sein, damit es nicht zu irgendwelchen Eventualitäten kommen kann. Die Bar ist durchgehend EVA ummantelt, leicht konturiert. Klar, die Enden und Schwimmer sind halt nochmal auch aus EVA sehr groß gehalten, damit man hier viel Auftrieb hat und damit man dieses Prinzip oder dieses Breitenverstellungsmechanismus, wie man auch immer möchte, will, dass man das halt unterbringen kann. Ihr seht halt, ich muss das hier nur drehen, entweder drehe ich es nach außen, dann habe ich halt eine etwas
etwas direkteres Anlenken oder ich drehe es nach innen, dann ist es halt ein klein bisschen verzögert. Das ist so der Unterschied, was man hier machen kann. Darunter ist natürlich noch, wie ihr seht, eine Steuerleinverstellung. Falls sich die mal gelenkt haben oder ausgereckt haben, kann man hier über diese Steuerleinverstellung nochmal das Ganze ein bisschen nachjustieren, wenn man das gerne einstellen möchte. Das ist leicht zu drehen, leicht zu demontieren und auch sandunempfindlich. Das ist ein gut gemachtes Prinzip. Zum Powern und Depowern gibt es einen klassischen Klemmglied. Damit verkürzt man die Frontline, damit wird gedepowert. Wenn man das halt löst wieder, entsteht wieder mehr Druck. Man hat wieder längere oder gleich lange Frontline zu den Steuerleinen und dann hat man insgesamt mehr Power. Wie gesagt, halt dieses Grundprinzip, halt so wie es jetzt hier gestaltet ist, ist ganz schön viel. So, und ist jetzt nicht gar, da gibt es Übersichtlicheres momentan am Markt. Als Einstiegsleine für den Rückwärtsstart gibt es jetzt hier nochmal eine dickere Leine, damit man hier insgesamt beide Leinen greifen kann und dann halt den Rückwärtsstart leichter vollziehen kann, ohne dass man sich in die Hände schneidet. Und ansonsten gibt es natürlich halt hier Gummis zum Aufwickeln der Leinen. Im aufgewickelten Zustand zeigen wir euch die Leinen dementsprechend auch nochmal. Bei dem normalen Leinen-Setup ist immer nochmal ein zusätzliches Leinen-Set von plus 3 Meter dementsprechend dabei. Das ist insgesamt eine gute Standardbar, die klaglos funktioniert. Für das Maximum an Sicherheit wäre ein Click-In-System beim Chicken Loop noch wünschenswert. Ansonsten ist das Ganze hier eine absolut clean und saubere Geschichte. So sieht das gute Stück hier aufgewickelt aus. Winder sind schön groß genug halt. Die Gummis sind so angeordnet, dass sie sich leicht hier rüber spannen lassen. So fällt halt hier nichts runter und so ist das alles ordnungsgemäß schön aufgeräumt und einfach zu handhaben.